So, hallo, willkommen wieder hier in dein Monatsorakel für August. Wir starten. 10 in der Kelche. Oh, hier geht es um Familienglück. Um Familienglück. Also, deine Kelche werden gefüllt werden, das ist deine Hauptthematik. Ja, Erneuerung, ja. Auch um dein emotionales Wohl. Das haben wir hier. Das ist deine Hauptüberschrift für den August. Auf jeden Fall geht es hier um Erholung, Erneuerung, emotionale Erneuerung. Viel genieße Energie habe ich hier. Ja, also die lässt dir sehr gut tun, ja. Womöglich kann es auch möglich sein, dass du hier, wenn es hier um einen Mann geht, ja, der sich zurückgezogen hat, ja, wieder etwas entstehen tut. Ja. Der Mond und die Welt, ja, die Unsicherheiten werden jetzt hier beendet, so sehe ich das hier. Hier kann es auch möglich sein, dass du hier, um wieder in deine Spur zu kommen, tust, eine Reise machen wirst im August. Das ist hier auf jeden Fall ersichtlich. Du wirst deine Ziele hier erreichen und hier dein emotionales Wohl, deine Wünsche auch erreichen. Das ist hier definitiv ersichtlich und mit dem Hermann hier, der Hermit heißt es hier, Selbstsorge, ja, dass du dich mit dir selbst beschäftigst, mit deinem inneres Wohl und auch mit deinen Gefühlen, ja, sozusagen hier in Seelenreinigung habe ich hier auch so, Seelenerneuerung für dich, dass du wirklich wieder den Platz in dein Leben finden tust, in deine Welt, ja, das zeigt sich hier auch auf und hier wird sich etwas beenden. Was wird sich hier etwas beenden? Ah, dein Mangel. Du wirst deinen Mangel, den du in der Zeit gehabt hast, wo du hier nicht vorangekommen bist, wird sich hier beenden, ja. Und auch in Bezug auf einen Mann, bezüglich dessen hier eine Abhängigkeit, ja. Wir haben hier auch hier gesehen, ja, diese Abhängigkeit wird sich lösen, ja. Dieser Mangel wird sich ausgleichen. Hier ist auch ein Mensch, der sich zurückgezogen hat und hier zeigt sich hier auf, du hast die Wahl, ja. Du wirst die Wahl haben, wie du dich entscheiden tust. Womöglich hast du auch hier viel Auswahl und kannst dich hier wirklich nicht entscheiden, was dir emotional gut tut. Auf jeden Fall so sehe ich das hier, du wirst viel genießen diesen Monat, ja. Das hat hier was mit deiner Vergangenheit zu tun, einem Mann in der Vergangenheit, der dir hier immer noch im Kopf rumschwirrt. Aber das wirst du hier verlassen. Wirst du hier verlassen und hier wird sich das hier ausgleichen. Definitiv. Du kommst wirklich emotional wieder in dein Gleichgewicht. Das ist sozusagen die Energie, die ich hier habe für dich. Jetzt schauen wir nochmal eine Message, lieber Stier. Bitte nicht auf die Hintergeräusche achten. The Devil, ja, diese Abhängigkeiten. Also hier ist auch so sozusagen die Message, ja. Versuchung ist hier, ja. Ich sehe hier viel Getränke und Zigaretten. Vielleicht solltest du hier auch so ein bisschen so deinen Konsum einschränken und dir bewusst sein, ja, so sehe ich das hier. Dir bewusst sein, was dir gut tut und was nicht, weil ich sehe hier, sonst hast du wirklich zu viel, zu viel Genuss, ja, also Genuss, ja. Teilweise ist es auch bei manchen so, vielleicht seid ihr auch gerade so diese Energie, dass ihr euch gerade auf eine Diät seid oder vielleicht auch auf etwas, was ihr euch abgewöhnt und was euch nicht wohltut, ja, körperlicher Hinsicht, ja, das kann hier eine Diät sein oder vielleicht bist du auch gerade dabei, dein Ding sozusagen, wenn du jetzt irgendwelche Laster, die du hast, ja, körperliche Laster, die du ausgleichen tust, ja, die du wegschneiden tust, ja, das ist so diese Energie, etwas zu erneuern, ja. Vielmehr so sehe ich das hier, aber auch auf eine Reise. Du wirst hier eine Reise machen und hier bedarf es für dich neue Kontakte, neue Kreationen und hier wird nochmal kräftig durchgefegt. Deine Vergangenheit, ja. Deine Vergangenheit legst du komplett hier ab. Auch emotional und von dem Stress wirst du dich komplett reinigen. Das zeigt sich hier auch auf. Das ist diese Energie, die ich hier habe. Ritter der Schwerter. Und die Königin der Stäbe, ja, du wirst hier kräftig nochmal durchwegen, sozusagen. Diese Energie habe ich hier, du wirst hier nach vorne treten und hier aktiv werden, ja. Kräftig durchzufegen in dein Leben, damit du hier nach vorne kommen tust, ja, das zeigt sich hier auch. Ja, Page der Münzen, also komplett hier aufräumen tust, bist du hier.
sie auch komplett aussortieren, was dir nicht gut tut, was dir sozusagen keine Stabilität bringt. Das zeigt sich hier auch auf. Ja, weil du bist das hier. Du bist das hier. Dass du wirklich mehr in deine Energie kommst und in deine Freude. Das zeigt sich hier auch, meine lieben Stiere. Das ist eure Energie, die ich hier habe. Ich wünsche euch alles, alles Gute für diesen August. Viel Freude. Und noch eine letzte Karte. Temperance, ja. Das richtige Maß finden, ja. Die richtige Mischung sozusagen. Was brauchst du? Was tut dir gut? Wirklich wieder in dein Gleichgewicht zu kommen. Körper und Geist sozusagen in die Balance zu bringen, ja. Manchmal ist weniger mehr. Das ist sozusagen dein Motto. Ja. Auf jeden Fall wirst du das richtige Mischungsverhältnis finden für dich, ja. Drei der Münzen, das wird sich hier verbessern für dich. Definitiv. Du wirst dich verbessern. Emotional, auch körperlich. Und du wirst es dir sehr, sehr gut tun. Okay, mein Lieben, dann wünsche ich euch alles Gute. Passt auf euch auf. Ganz viel Freude. Und ciao, ciao.